einen wunderschönen guten Tag bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Ben und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Anthology of Fear. Nicht den Prolog. Die Demo ist quasi nochmal komplett auf links gekrempelt, irgendwie, was uns im Prolog präsentiert wurde. Ich glaube, da ist nochmal mit einem völlig neuen Konzept rangegangen. Ich würde sagen, wir starten das Ding. Schauen wir mal, wie die Demo ist. Schöne VHS-Filter. Boah. So, dann hauen wir uns nochmal ein Tape rein. Nice. Nicht zurückgespult gewesen. Kostet 1 Euro. Okay, krass. So. Ich kann mich nicht daran erinnern, was passiert ist. Unfall? Okay. Ich glaube, ich sollte nicht hinter Steuer sitzen. Oh, krass. Take a look around this place, or the place. Not thought. Gehorch. Cool gemacht. Ja, ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zum Prolog, ne, irgendwie. Sieht toll aus. Gefällt mir. Schöne Grafik. Steht da jemand oder ist das eine Puppe? Nein, bitte keine Schaufensterpuppen. Bitte nicht. Nein. Ach, ich kann auch keine Schaufensterpuppen. Probieren hier reinzukommen. Find a way to open the door. Jetzt hier irgendwo einen Schlüssel finden oder irgend sowas. Hallo, was machen Sie da im Auto? Oh nein, Schaufensterpuppen. Nein. Nein. Warum? Und da auch. Ach komm. Okay, cool, 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 cool. Ja, es ist nicht wirklich ein logischer Platz, um eine Mannequin-Puppe hier hinzustellen. Okay, was haben wir hier hinten? Ein gewöhnlicher Benzinkanister. Brauche ich jetzt nicht. Okay. So. Aha. Danke. Crowbar. Telefon. Okay. Wir sind also in einer Zeit, als nicht mal Handys Strahlung hatten, sondern schon die Festnetztelefone. Nehmen wir jetzt nicht an. Aber wir kommen wahrscheinlich mit dem Crowbar jetzt in die Tür rein. Na? Alles klar? Hallo? Dave. It's Dave. You use Crowbar. Mach's gut. Okay, was haben wir hier? That's some kind of generator. Oh, Fahrstuhl. Oh, die Flacker hier. Restore power in the elevator. Wir hatten nur gerade noch Strom. Was ist denn los? I think this... Okay, alles klar, wir brauchen Benzin. Da habe ich doch was gesehen. Da war doch was am Auto. Und weg ist er. Weg ist er. Wir haben... Oh, Mann, Alter. Der war fies, ey. Oh, der war fies. Oh. Nicht cool. Unschön mit dem eigenen Arm. It's not funny anymore. Nee, das war davor nicht lustig. Oh. Na toll, Alter. So ein Herzschrittmacher-Spiel hier. Okay, also. Und wir haben wieder Saft. Bitte funktioniere jetzt, Fahrstuhl. Mann, Alter.
sonst ist stalkt hier. Oh, fies. Dave, mach nicht sowas. Wenn ich wüsste, der Dave ist. Plop! Zieht seine Art die Bio ein. Ist witzig, weil der Fahrstuhl sieht tatsächlich noch genauso aus wie im Prolog. Interessant irgendwie. Also die scheinbar müssen die wirklich recycelt haben. Die müssen wahrscheinlich das ganze Projekt nochmal auf links gedreht haben. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen geiler. Geht's hier ruf? Alter, wie lange fährt dieser Fahrstuhl? Der Boden ist auch der gleiche. Schön. Ja, ich wäre bereit. Verstehe. Oh, was war das jetzt? What the hell is this place? Take a look around the place. Na, ist ja wunderbar, Alter. Oh, schöne Krakeliertür. Ach nee, nicht bitte alles wieder aufmachen können. Was haben wir denn da? Salz. Ah, Mehl, Kaffee. Mh, schön. Ah, das knarzt hier. Oh, ist das schlimm. So, cannot food some alcohol. Okay. Oh! Oh. Na, du Kleine? Das ist verstörend. Ja, da kannst du aber von was sehen. So, ich hoffe, wir müssen uns jetzt hier nicht verstecken oder irgendwas. Okay, gleich schon mal irgendwie Resident Evil 7 Flashbacks. Klavier. Oh, nee, Klavier anmachen. Können wir irgendwas spielen? Oh. Na. Da ist ja keine richtige Tastatur, mein Freund. So, okay. Laufen wir nochmal weiter. Mal hier. Alter, das sieht alles aus wie aus Beton gegossen hier. Das sind Schränke. Die Türen können Oma nur in Anstrich vertragen. So, was haben wir hier? Das elterliche Schlafgemach. Mit dezenten, leichten, baudynamischen Rissen in den Wänden. Hier ist strange feeling someone was just lying in the bed, ja. Ich würde sagen, als wenn hier noch jemand gelegen hat. Was ist das? Ist das ein Senklot? Irgendwie so eine Schlagschnur. Okay, bitte nicht, kein Jumpscare. Bitte nicht. Ja, das ist halt. Den klassischen IKEA-Schrank hatte ich auch. Konnte man auch von außen nicht abschließen. War aber verschlossen. Wie der hier. Ne? Ganz wichtig. Okay, alles zu. Nichts geht. Okay, weiter geht's. Das ist ein Pantoffel. Das ist ein Pantoffel da drin. Geil. Schön. Gefällt mir. So. Nichts. Eine Aufetür. Können wir hier anmachen? Oh Mann, Licht haben. Mach doch mal Licht an. Ja, danke schön. Ist tatsächlich ein bisschen. Alles cool, mach dein Ding. Läuft. Zieh durch. Kann ich's aufmachen? Nee, nicht. Nicht. Alter, ist das groß? Warum ist denn nicht so groß? Hier ist kein anderer Knopf. Ich weiß nicht, wie das Ding zu öffnen geht. Okay. Nicht. Oh, schön. Okay. Ja, es ist 3.03 Uhr. Ah, okay. Wie viel Zeit habe ich hier verbracht? Oh! Oh, krass. Shit. Oh, das sieht schon fies aus, Alter. Scare me to death. What the hell was that? Ja, hat mich auch ganz schön erschrocken. So, hier haben wir noch einen Kühlschrank. Kaputter Kühlschrank. Ja, ist leer. Was habe ich erwartet? Oh, Taschenlampe. Und wir haben einen kleinen Schlüssel.
Und F drücken. Ja. So, okay, wir hatten zwei Türen, die verschlossen waren. Gehen wir nochmal schauen. Hey, 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 hey. Schon wieder die Übermieterkinder hier. Man schon wieder Faxen. Das ist die Kronleuchter. Was, Alter? Ach, Leute, komm, ey. Ja, du hast den kleinen Schlüssel. Hörst du mich? Wir hören dich. Könnt ihr mich hören? So. Ja, Lampe stellt man aber auch hier nicht so hin, ne? Bis da. So, was haben wir da? Fernseher? Z, B, M, H, X, S, Q, D, W, K, D, Q, S, Skvdk. Schön, willkommen bei MK Ultra, Alter. V, H. Do you hear me? Z, B, M, H. Oh, Mann. H, X, S, Q, S, Q, S, Q, S, Q, S, Q, S, W. Scheiße aus, ey. Mit aufgeschlitzter Kehle, ey, Mann, nee. Oh, komm, ey. Nicht dein Ernst hier. Oh. Oh, Mann. This one doesn't work. Maybe the other will. Okay. Der funktioniert nicht mehr. Vielleicht funktioniert die andere. Na dann. Nichts wie hinter. Mach dein Ding, Alter. Mach dein Ding. Oh. Ja, er geht. The elevator is open. Alter, wohin? Wohin? Immer tiefer, immer tiefer. Okay, nächste Kassette. Erste Tape haben wir schon angeguckt. Nochmal. Mami? What happened? Why are you crying? Ach, schau mal, sind wir eine Mami? Alter, was ist denn los? Warum switcht der mal so fies zur Decke? So, bitte öffne. Okay. Zero Gravity. Alles klar. Ja. Cool. Habe ich auch öfters mal. Ist halt jeden zweiten Dienstag. Okay, scheinbar träumen wir. Und unser Kind hat zu uns gesprochen? Wir sind Mommy. Wie schade, da geht die einfach rum. Ah, ja, ist auch kacke, ne? Hast du eine schöne Wohnung, aber so viel 200 Quadratmeter, aber dafür in etwa 120 Quadratmeter für diesen Flur drauf. Kannst aber schön bohlen drin. Oh, es wird Licht. Asi? I'm sorry. Can move this. Okay. Oh, noch einer. Ah, ich hab Pickup. Ah, okay, alles klar. Wir sollen kleine Klötzchen finden. Hier ist noch einer. Hallo, Klötzchen. Und die werden sofort dahin gestellt. Krepi. Bunny? Where are you?
Hey. Ich will nur ein paar Bauklötzchen haben. Na, alle klar? Oh, cool. Ein Klötzchen. Ah. Hä? Da ist er, da ist er. Mommy, look at the white bunny. It's shining. Okay. Okay, dafür reißt wie die Tapete von der Wende? So, okay, was... Schau mal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier irgendeinen Namen finden, irgendwie. Bunny? Ah, da war das B, oder? Ein U, bitte. Oh, kein U. Boogie. Emily. Emily geht. Ach, cool. Emmy! Ist jetzt die Tür offen? Ja, die Tür ist offen. Geil. Überhaupt nicht gruselig. Heißt unser... Heißt unsere Tochter Emily? Ja. Yeah. Na? Na? Ich gehe trotzdem erstmal hier bitte. Oh, it's not the time yet. Schön. Guck ich später, kein Problem. Alter. 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 Gott. Nein, zwinkern die Viecher? Ihh, zwinkern die tausend Viecher? Ah, ist das widerlich, Alter. Ist das eklig. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ein ekelhaftes Feature. Also, ist ja kein Feature, ist einfach so ein kleines Ding. Okay. I love you. Why you don't leave me? Love me. Schön. Why did you leave me? Nee, nee. Mach mal an, das Taschenlampchen. Nein, Taschenlampchen. So, Betten machen. That was mean. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Ja, mit Schränke und kleinen Mädchen bin ich auch schon etwas leicht gebrandmarkt. Plop! Okay. Ich schalte. Steckdose. Ja, ist klar. Eyes without a face. Do you remember? Do you remember, Alice? What is Emily's story? Do you remember? Do you remember, Alice? Ich weiß es nicht. What is Emily's story? Ich weiß es nicht. Was ist Alice's Story? Okay, und wir sind Alice. Ja, Leute, ihr kennt mich, ne? Horror, Spiel, Badewanne. Da sind wir so. Ich mach mir erstmal ein Schaumbad. Ah, scheiße. So, schöner Edelstahlspiegel hier wie im Knast. Wunderbar. Toll. So, okay. I have to go back. Okay. Oh! Oh, was war denn da vorne? Oh, 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 das war aber fies. Nee. Kann ich jetzt hier rein? Not the time yet. Wunderbar. Wann denn dann bitte? Sehr, sehr unangenehm. Okay. Na, ist wieder Flimmerstunde?
ihr guckt wieder. Oh, cool, hey. Do you remember? Do you remember? Once upon a time, there was a little girl. Emily was her name, with her brushes she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. One day a big storm came and a scary thunder roared. Gladly her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Emily hat also ja eine gemalt, irgendwie. Dann kam ein toller Jacke. Do you remember? Schön. Sie lernt sie immer kennen. Dann hatte sie keine Angst mehr. Schön. Oh, das erinnert mich so dermaßen an Visage jetzt gerade hier. Kann ich jetzt hier rein? Vielleicht geht das auch in der Demo jetzt noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Merde. Einfach Merde. It's locked. Warum ist das jetzt verschlossen? Kann ich mal kurz zu dem Fernseher zurück? Oh. Pick up a drawing. Ah, schau mal. Und jetzt ist hier auch ein Fernseher. Ist jetzt hier irgendwo eine Zeichnung? Is there anywhere Zeichnung? Okay. Do you remember? Scheiße, ey. Nope. Gott, 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 Gott. Remember something. Okay, ach, vielleicht kann ich jetzt in die Tür wieder rein. Jetzt, da ich mich remembere. So. Of course I remember. You don't. What kind of a mother are you? You are useless. Do this right. Do it. Okay. Ich muss das richtig machen. Hier. Ah, okay, 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 cool. So. Und nun? Aha, okay, alles klar. Also in der richtigen Reihenfolge. Sie hat ja gemalt, dann kam das Gewitter. Dann ganz alles ganz doof. Ah, okay. So, ich denke, ich habe mich jetzt remembert. Congratulations. You remember your child. But yep. Tell me, Alice, why don't you remember me? Do you remember that day? Don't forget it. You look confused. It was not how you remember. It was dark outside. Don't forget how it really went. It was your fault. It was Emily's fault. You both made me do this. Do you remember? War meine Schuld, war Emilys Schuld und wir haben ihn dazu gezwungen, ja? Mhm, so. Können wir jetzt gehen, bitte?
Zum Lappen, Alter. Was ist denn hier was? Alter. Nicht dein Ernst. Nee, schön. Schön. Ich drücke F. Ich drücke F. Taschenlampe. Nichts. Tape is done. Ist ein bisschen aufgeregt. Okay, das war die Demo von Anthology of Fear. Bleibe dabei, Spiel kommt im Januar 2023 raus. Wenn ihr Lust habt, dass wir das auf den Kanal bringen, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder.